Danke auf jeden Fall für die gute Zeit. Ich wollte noch ganz gerne meine restlichen Sachen abholen und den restlichen Sold. Ja, Genau. Sedili, und wir haben ihn ausgelagert, wie gesagt, als Zahlenmeister. Kommt doch bitte mit. Und dann führt er Natürlich. euch weg vom Schiff in dieses Gebäude. Das wurde Um. freigeräumt, gehörte wohl auch zur Hafengarnison. Ihr könnt auch sehen, wie hier viele, viele Rotzen oben auf dem Dach des ganzen Gebäudes stehen, die dann schussbereit in Richtung Perlenmeer blutige Seezeuten. Und dort drin findet ihr Sedilion, den ja, Tasfarelle gefälligen Zahlmeister, der euch ganz gerne mal etwas, ja, nicht gönnt. Aber naja, ihr habt ja mittlerweile mitbekommen, dass viele Leute, beziehungsweise fast alle, umsonst arbeiten auf der Seeadler von Bailung, in der Hoffnung, dass sie irgendetwas lernen können vom großartigsten Kapitän, den die Welt je gesehen hat. Ich würde ganz gern, bevor wir da sind, Rodrigo mal kurz zur Seite nehmen. Der ist bei mir und ich frage ihn gerade fragend an. Rodrigo, wir, seine Exzellenz hat uns doch nahegelegt, dass wir vielleicht die Sache mit dem Sold nicht allzu nachdringlich nachverfolgen, weil die Mittel von dem Admiral begrenzt sind. Gehört und verstanden. Scheint er jetzt sich von der lösen zu wollen und weiter dem, ja, weiter in das Haus gehen zu wollen. Dann lasse ich ihn erstmal gehen. Mal schauen, was er macht. Rodrigo, wer ist denn das? Was soll ich sagen? Soll ich aber den Mund halten? Moment. Ja, drin findet ihr Anabt Gar Sedilion, den Zahlmeister, sitzt da an einem Tisch und viele, viele Leute, die sich da gerade wohl eben bei ihm bewerben. Ihr könnt auch bemerken, die Schlange ist relativ groß. Einfache Seefahrer, auch den einen oder anderen, den ihr von gestern noch kennt, der wohl bei euch nicht durchgekommen ist, der jetzt auch hier in dieser Reihe steht. Auch einige Söldner, die jetzt bei euch in den Reihen standen. Also man ist hier auch gewillt, ohne Sold mitzufahren. Und mehrere schwere Truhen, die dann vor ihm, hinter ihm stehen, in Reichweite von ihm, aber nicht in der Reichweite von den ganzen Bewerbern. Da sind auch wieder mehrere Wachen, die daneben stehen und aufpassen, dass da keiner was klaut. Und wenn er euch erkennt, winkt die Schreiberin euch einmal durch. Er selber wird sich dann weiter um die Bewerber kümmern. Und ihr könntet euch da dann die Sachen aus der Truhe ausgeben lassen, die ihr damals Wilbur kümmert eingelagert sich jetzt um hattet. die weitere Bewerber oder was war das? Oder war das jetzt Sedilion kümmert sich um Sedilion? die Bewerber und die Schreiberin, die daneben sitzt, um eure Sachen. Ein Gibt ein kleines Gespräch mit dem Baron Perlenmeer, also Wilbur Kornplötz. Und dann steht ihr Und dem noch Angscha der weiter. Schreiberin, der Chronistin. Genau. Ja, Angscha. sie guckt kurz in die Bücher, vergleicht das und dann bekommt ihr sowas wie die Winterkleidung, die ihr hier gelassen habt. Und die Sachen aus dem Drachenschatz, den ihr damals besiegt habt, zusammen mit den beiden Trollen. In einem epischen Kampf. Und ja, wenn Oh, ihr Kettenhemd und so. Kettenhemd, was auch immer ihr dort eingelagert hattet, was Eingelagert. auf Maraskan nicht mit konnte, wird euch dann hier ausgelagert, ausgetragen mit weiteren Unterschriften. Jo, ja, dann unterschreibt man für seine Sachen, nimmt seine Sachen. Und schaut mal Wilbur Komplett an. Ein So, Dankeschön für alles und er reicht mal die Hand von seiner Frau Washer leicht rüber. Das ist meine Frau Washer. Wir haben gestern geheiratet. Grinst er ihn Herzlichen an. Glückwunsch. Nickt er euch zu. Dankeschön. Danke. Reicht dir die Handwascher? Ja, völlig rot im Gesicht, nur einen kurzen Knicks, um nervös zu Rodrigo rüber gucken. Der lächelt über beide Backen und super, dann haben wir das geklärt. Den Sold könnt ihr einfach einbehalten, damit etwas einfacher ist. Nickt er dem 1O und vor allen Dingen auch Sedilion zu. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Wie gesagt, wir nehmen viele, viele Freiwillige auf und ich weiß nicht, was der Kapitän damals mit euch ausgehandelt hat, aber ich habe Wir mich hatten. sowieso schon gewundert, dass ihr sowas wie einen Sold bekommt. Ich kannte es nicht anders und jetzt bin ich eines Besseren belehrt worden. Nickt der Wilbur zu. Und die Dinge, die hier unser Kapitän ansteuert und anstrengt, sind so wichtig, dass ich sie dann lieber doch unterstütze, indem ich meinen Sold nicht mitnehme. Ausgezeichnet. Wenn ihr euch bewerben wollt, wir haben einigen Schwund zu vermelden. Einige Leute sind auf andere Schiffe umgestiegen. Wir haben ein zweites kapern können. Das ist gut, aber wir sind momentan mit einem eigenen Schiff unterwegs. Okay. Wir waren recht erfolgreich und jetzt werden wir auch versuchen, Rateral Sanin Ehre zu machen in seinem und genauso heldenhaft wie er versuchen zu streiten. Gibt's neue Das hört sich Nachrichten gut aus an. der Blutigen See?
Neue Nachrichten aus der blutigen See? Wenig. Ja. Wir haben sie, soweit es geht, umschifft. Weiter im Osten klart die See auf und wird zwar stürmisch, da wo die Jahrhundertstürme beginnen und das Riesland abschatten, aber naja, so weit sind wir nicht vorgedrungen. Wir sind dann wieder, nachdem wir die Horasia eingeladen haben, noch einige Stellen in Maraskan haben wir angelaufen, haben dort einige, naja, egal. Er bricht wohl ab, wollte diesen Satz nicht vor den anderen Bewerbern vollenden. Nochmal ein bisschen rüber. Falls ihr, er schaut dann jetzt zu Ephadaios, falls ihr Resovik Sturmtora sucht, der ist im Ephad-Tempel und wird dort die Segen, die Erbschneidung und so weiter prüfen. Die Bewerber, er ist ein bisschen verwirrt, er guckt sich gerade ein bisschen um, schaut nach ein paar Leuten, die sich hier in dem kleinen Haus befinden. Verzeiht, ich muss noch einmal... Eine Frage habe ich noch, die noch wichtig ja, ist. Ja, er ist... Seid ihr schon, wart ihr schon im Hesinde 29 Hal auf dem Schiff? Habt ihr da schon gedient? Ja, ich bin seit einiger Zeit dabei. Eigentlich seitdem ich wieder genesen bin. Was ist mit dem Malstrom, den ihr mal gesichtet habt, der so ein gräuliches Wabern in seiner Mitte hatte und dessen Durchmesser irgendwie ziemlich lang, ziemlich groß war, 250 Schritte oder so? Diese Berichte sind unter Verschluss. Schaut er ziemlich ernst und will das Gespräch dann auch nicht weiter vertiefen. Er sieht ein bisschen säuerlich aus, wundert sich auch, das kannst du erkennen, warum du von so etwas weißt. Er dreht sich dann ab und verschwindet dann. Scheint wohl noch etwas zu rufen, als er aus der Tür herausgeht. Na gut, jetzt hat er das hättet ihr wirklich wissen können. Wir würden diese Berichte wohl kaum von unseren speziellen Freunden anfordern müssen, wenn sie einfach so zugänglich wären. Das stimmt, aber vielleicht hätte er uns ja etwas Wichtiges erzählen können, aber gut. Und er hätte ihm erklären können, für wen wir arbeiten. Aber das wäre nein, vielleicht nach hinten dafür ist es noch zu früh. Für wen ihr arbeitet. Dafür ist es noch ein wenig zu früh. Na gut. Ach, er hat sein Ketten in der Hand. Washer stellt fest, dass das über und über trieft vor Fett. Ah, wunderbar. So gut wie Rondrigo aussieht, so schlecht riecht er, wenn er das Kettenhemd anhat. Rondrigo, muss das sein? Was ist das? Das ist Fett. Riechst du das? Das so riecht ein Kettenhemd, das nicht rostet. Wenn ich mich recht erinnere, ist es eine Mischung aus Fett, Morphoschleim und Drachenkotze. Du riechst wie ein gerade geschlachtetes Schaf. Ich weiß nicht, ob das aus dem Arsch eines Schafs gemacht wird. Keine Ahnung. Muss das denn sein? Ach Schatz, du weißt doch. Wir Krieger sind ohne Kettenhemd doch keine richtigen Krieger. Und ich freue mich so sehr auf ein Kettenhemd wieder. Ich meine, ich habe dir gestern vor der Reihe versprochen, dich in jeder Situation zu lieben, aber jetzt gerade wird das auf die Probe gestellt. Rodrigo nickt und grinst dabei nur eifrig. Genau, genau. Was war, wenn ich das Ding 3 Wochen getragen habe? Du willst das jetzt 3 Wochen anbehalten? Das stimmt. Nein, nein, ich sagte, wenn ich das Ding nach 3 Wochen noch anhabe, ich habe das Ding auch schon mal irgendwie dafür werde getragen. Ich sorgen, dass du das nicht in 3 Wochen Oh, Wascha, du siehst doch gerade, er hat gerade seinen neuen Anzug, den er sich geholt hat, mit dem Wappen drauf gestickt. Er hat zwar noch die Handschuhe an, aber wenn er sich jetzt das Kettenhemd anlegt, dann wird das alles wieder vollgeölt. Warum ist das so? Also, Rodrigo, darüber müssen wir aber noch reden. Ja, also auf hier am Deck, da haben wir doch noch das Gebiss von dem Ipfernseil, den wir verlegt haben. Alter, das ist eine Trophäe, sag ich dir. Das musst du dir anschauen. Es war Daios. Willst du die dir Nein. Willst du die dir im Konto? Also die können wir auf jeden Fall im Konto aufhängen als Trophäe. Also nicht in unserem Schlafzimmer. Da kommt nicht so ein ekliges Gebiss hin. Das ja, aber die da kommt ihr in den Eingangsbereich hin vielleicht. Ja, das können wir unser machen, Büro, das in unser Büro. Wir wollen doch seriös wirken, oder? Genau deswegen oder. Ja. Oder vorne an die Okuri, das wäre doch auch was. Ich brauche dringend Myria. Ja? Kann dir hier nicht helfen. Ich glaube schon. Hilf mir. Was ist denn? Die Männer wollen ein hässliches Riesengebiss an die Wand hängen. Das heißt ja hässlich, das ist. Furchteinflößend. Von Ivian-Sai. Wir wollen doch Leute gewinnen für uns und nicht verschrecken. Ach, ja, sie schaut dich an. Ich war doch dabei, also ich finde das gut. Wir haben das immerhin besiegt. Ist das gut? Ja, ich natürlich. Dachte, wir hauen halt zusammen. Das war ein Riesenlümmel von Hai, den haben wir besiegt. Das ist ganz eine tolle Herausforderung. Effert war definitiv mit uns. So ist recht, Myria. Wenn man es gejagt hat, kann man es auf die Schau stellen.
Ja, und hier, ich habe mir aus seiner Haut ja diesen Anzug hier gebaut. Boah, der stinkt einfach da, so, Alter. Du stinkst, Rodrigo. Der zieht das Ding aus. Das ist dein eigenes Kettenhemd, das du da riechst. Der stinkt, als wenn er in einem Hype-Typen gebadet hätte. Das ist frischer Fisch, Mensch, ey, Rodrigo, ey. Ja, Ephadaios bekommt auch den ein oder anderen Blick, als er da in seiner weißen Rüstung aus Ifrinhaut herumsteht. Sein Schild hat er vielleicht nicht mit, aber das sieht schon beeindruckend aus. Es sieht nicht nur beeindruckend aus, Ephadaios, es riecht auch genauso. Rodrigo gibt Daumen hoch, wie super. Das ist auf jeden Fall männlich. Schatz, ich sage dir, ich gehe jetzt schon mal zurück ins Kontor. Du kannst ja hier weiter rumstinken, wir sehen uns später. Okay, ja, ich muss ja mit der Nachbarin sprechen. Ihr lasst euch noch so einen kleinen Karren mitgeben, damit ihr das riesige Gebiss auf diesen Karren laden könnt. Sonst müsstet ihr diesen riesigen Unterkiefer durch die ganze Stadt schleifen. Und aber auch so könnt ihr den dann aufladen, bekommt weitere Blicke von vielen, vielen Seemännern, von Stadtwächtern und dann trefft ihr mitten in der Stadt auf einen kleinen Kohl. Wenn die Leute gucken, dann ruft man auch direkt rüber, das war mal ein Iffenzeil, den haben wir selbst gejagt. Ja, die nicken zu, grinsen, sind wohl freundlich, aber dann kommt ihr, wie gesagt, in eine Stelle des Hafens. Ihr müsst so ein bisschen dem Hauptverkehrsrouten ausweichen, seid dann ein bisschen weiter nördlich gegangen, nicht den direkten Weg. Und kommt dann an einen Pulk, der euch erstmal nicht den Platz macht, den ihr eigentlich verdient hättet. Ja, da stehen wohl gerade Menschen in einem Kreis herum. Und ihr könnt hinter dem Kreis, oder in dem Kreis besser gesagt, auch erkennen, wie da wohl Wachen stehen. Und versuchen, diese Menschen jetzt wegzudrängen, die auf der anderen Seite der Hellebarden stehen, gaffen, gucken, staunen. Ja, was gibt's denn hier? Mach mal Platz da vorne. Rodrigo hat das Kettenhemd auch auf den Wagen gelegt, weil zum Tragen ist es doch etwas die ganze Zeit zu unangenehm. Und will dann auch ein bisschen gaffen. Ja, würfelt doch einmal Gassenwissen, um euch einmal erfolgreich an den anderen Menschen vorbeizudrängen. Nee, mach ich nicht. Machst du nicht? Dann stehst du auf dem Wagen drauf und passt so ein bisschen auf das Iffernshai-Kiefer auf. Frau, ich gehe jetzt mal aus, ich bin jetzt tatsächlich schon zurück ins Kontor gegangen, ne? Während die anderen irgendwie noch... Ja, meinetwegen. Okay. Hatte ich angekündigt, okay. Gut. Brintigian ist der Erste, der davor steht und kann es dann sehen, während die anderen erst nach und nach dazukommen und auf ihre Geldbörsen aufpassen, was Brintigian erstmal legal ist, der weiß, wo sie hängt. Und was gibt's denn da zu sehen? Du kannst die erkennen. Schiebt sich so, ist ja relativ klein, so auf Brusthöhe der anderen durch die Menschenmassen durch. Ja. Dort liegt eine Person auf den Steinen. Kleine Wasserkrebse reißen verwesene Fleischstückchen aus dem Leichnam, der völlig zerfetzt vor dir liegt. Blutige Hautlappen hängen lose am verstümmelten Körper herunter. Die Kinnlade fehlt vollständig, sodass die Zunge wie eine bösartige schwarze Schlange aus dem dunklen Loch hängt. Es ist nicht wie eine schwarze Schlange. Du siehst tatsächlich, wie ein kleiner Aal sich aus dem Mund herausschiebt. Du kannst weiter nach unten blicken. Das Bein ist vollständig abgerissen. Dort liegt eine übel aussehende Leiche, die wohl aus dem Wasser zu kommen scheint. Aber was ist denn hier passiert? Ich habe mir so einen Ärmel vor den Mund und wende mich an eine der Wachen. Was ist denn da los? Schaut euch so ein bisschen an. Oh, Herr Magister, eine Leiche. Wir haben bereits den Herr Sündetempel verständigt. Lag die hier? Habt ihr die hier so gefunden? Wer hat die denn so zugerichtet? Du siehst, wie so eine helle Bade oder beiseite genommen wird, sodass du in diesen inneren Kreis treten kannst, ein bisschen mehr Ruhe hast. Wir haben sie hier eben gefunden. Also nicht eben, sondern vor einer Stunde. Und seitdem warten wir auf den Herr Sinnegeweihten. Wir haben halt öfter mal ein paar Wasserleichen hier, aber er deutet mit seiner hellen Bade oder nickt auch so ein bisschen mit seinem Kinn rüber zum Wasser. Die werden normalerweise am Steg angeschwemmt und nicht mitten auf den Straßen gefunden. Dann deutet er auf diese Lagerhalle, neben der das Ganze so ein bisschen stattgefunden hat. Irgendjemand hat sie wohl von da oben runtergeworfen. Oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist gruselig. Ja. Irgendjemand hat sie hier drapiert. Darf ich sie mir mal näher ansehen, Bruderschwester? Jawohl, Herr Magister. Also ich folge erstmal so seinen Beschreibungen, was er da so erzählt hat, was das für ein Lagerhaus ist, ob das überhaupt, keine Ahnung, liegt die genau davor, vor dem Dach, oder muss man die irgendwie noch weit werfen? Ja, also... Mal so ein Bild von der Szene machen, auf jeden Fall. Ja, du guckst so ein bisschen, versuchst das zu berechnen, einzuschätzen. Man könnte sie mit unglaublich viel Kraft, also...
Rodrigo würde das vielleicht noch schaffen, könnte man sie von da oben runterwerfen. So wie sie liegt, du betrachtest das einmal, würfel mal Anatomie oder Heilkunde Wunden. Der Schädel ist auch hinten aufgeborsten, aufgebrochen. Weiteres, wirklich Wasser ist das nicht, es ist schwarze Gehirnmasse, die da wohl herauskommt. Das könnte vielleicht sein, dass sie ja hier aufgeschlagen ist oder dass ich das... schwer einzuschätzen. Ja, also Heilkunde Wunder gerade so geklappt. Genau, also man könnte sie von da heruntergeworfen haben. Ist jetzt natürlich die Frage, naja, sie ist definitiv schon seit längerer Zeit tot und irgendjemand hat hier echt fies mitgespielt. Sie ist hier nicht hergekrabbelt. Das heißt, du analysierst das kurz, es ist kein Wiedergänger, kommt auch nicht, also kein Untoter. Das heißt, er oder sie ist hier nicht hergekrabbelt. Irgendjemand muss sie dann aus irgendeinem Grund von da oben runtergeworfen haben, um vielleicht sowas wie ein Exempel zu statuieren, aber zu dem Zeitpunkt war sie auch schon tot. Also der ist auch irgendwo gestorben, dann eine Weile im Wasser gelegen, bis sie überhaupt so aussah, ja, und dann von irgendwie mir hingebracht, oder? Ja. Also die Haut hat sich auch schwärzlich verfärbt, so ganz Schimmel erkennen. Ja, wie gesagt, der Kiefer ist zerbröst, ja, ist wirklich zerstört, der Kiefer. Ja, also ich schaue mal so ein bisschen danach, ob ich irgendwie Waffenspuren erkennen kann oder ob das eher ja irgendein Tier oder sowas, ja, oder was ganz anderes, also irgendwas Unnatürliches eben gewesen sein könnte. Ja, du schaust dir das fehlende Bein an. Du guckst kurz, ob das abgeschlagen wurde mit sowas wie einem scharfen Schwert oder einer Handaxt oder etwas Größerem. Es sieht nicht so aus, als ob das eine Waffe war. Irgendjemand hat hier mit aller Gewalt es abgerissen oder abgedreht. Du kannst gesplitterte Knochen erkennen, ganz fein gesplittert, und wirkliche Waffengewalt war das nicht. Es war unglaublich brutal, unglaublich körperkräftig. Ja, okay, dann mache ich mal so auf gut Glück, versuche ich das dann mal auf magische Art zu untersuchen. Vielleicht finde ich da ja irgendwelche Spuren. Und ja, konzentriere mich dann wieder eine Weile und wirke einen, beziehungsweise spreche dann Odem Arcadum Senserei, weht hier ein Hauch von Zauberei. Das Übliche, mit langer Zauberdauer. Keine Magie. Dieser Mensch ist profan umgebracht worden. Auf der anderen Seite der Hellebarden tauchen jetzt nach und nach Rodrigo und Ephadaios auf. Und dann kannst du was erkennen, denn? Wie auf der anderen Seite ja, tanzende Marder, hier ist so ein kleines Gasthaus, wo sich dann auch die ganzen Leute mittlerweile dann nach draußen bequemt haben, um mal einen Blick zu erheischen, kommt ein Hesinde-Geweihter in deine Richtung. Er wird dann auch durchgelassen. Er ist ja bärtig, trägt einen Schlapphut und um die 50 Jahre, würdest du sagen, gibt dir die Hand. Ah, willkommen, Magister. Ich bin Hieradiel ibn Sind, der Erzwissensbewahrer der Stadt. Habt ihr die Leiche bereits analysiert? Ja, ich gebe ihm die Hand und sage, Brindisian mein Name. Ich habe sie mir kurz mal angesehen. Viel erkennen kann ich leider nicht. Ich weiß nicht, die Bruderschwester, ich deute zu der Wache, beschreibt, dass sie wohl jemand dort heruntergeschmissen haben muss. Das muss aber jemand sehr Starkes gewesen sein. Und hier, wenn ihr hier seht, das Bein, ich kann es mir nicht erklären, Waffengewalt, vermutlich nicht so fein, wie das zersplittert ist, vielleicht ein äußerst großes Tier. Aber keine Magie, das habe ich schon untersucht. Eine gute Beobachtung. Eine Wasserleiche, so wie sie aussieht, natürlich große Gewalteinwirkung. Er betrachtet mal so ein bisschen, hebt teilweise den Arm an, merkst auch, wie der Arm mehrfach gebrochen ist. Also die Elle und Speiche sind mehrfach durchgebrochen, sodass du dann in mehreren Knick sehen kannst, wie dann ja der Arm aufgerichtet wird, wieder losgelassen. Keine Seeschlange, dazu ist es zu filigran, keine Schere eines Malmers. Ich denke, diese Leiche sollte unter Verschluss bleiben. Hoffen wir, dass es keine Galxulim sind. Murmelt er wieder so in sein Bart und hofft, damit ist alles erklärt.
OT, das sagt mir gerade nichts. Sagt mir das IT was? Ja, natürlich kann das IT was sagen. Hast du nicht richtig zugehört? Offensichtlich nicht. Ja. Ja, Perlmeer-Dossier. Das ist das, von heute. Wovon... Ja, nicht nur von heute, sondern auch von letztem Mal. Davor wurde gewarnt. Diese Wesen, die aus dem Wasser kommen, froschartig, quakend, hüpfend, was auch immer sie sind, wo sie auch immer herkommen, aber... Ah ja, okay, ich erinnere mich. Humanoide Meeresbewohner. Die Dinger mit den 6 Armen oder Beinen oder sowas. Niemand weiß genau was. Ja, damit scheint für ihn alles geklärt. Er legt eine große, ein großes Tuch über die Leiche. Brindigian, würdet ihr mir den Gefallen tun und einmal mit euren Freunden, euren Begleitern in Richtung des Tempels der magischen Schlange kommen? Sehr gerne. Ich drehe mich mal um mit so einem fragenden Blick zu den anderen. Sicherlich könnt ihr Frage noch ein bisschen... Frage von Rodrigo, der steht zwischen den Leuten, die Leute quatschen alle und er scheint nichts gehört zu haben, was dort ab sich geht. Aber vielleicht sieht er, also er hat nur gesehen, was du da so tust. Sammelt sie doch so schnell ihr könnt und kommt dann zu mir in den Tempel. Die Zeit drängt. Natürlich, einen Moment, dann kommen wir gleich mit. Ja, dann gehe ich zu den anderen, die wahrscheinlich irgendwo noch in der Menge stehen und... Werde ich mal so ein bisschen da ein bisschen rausschieben ist irgendwie. Hat deine Zunge sich da bewegt, wenn du dann irgendwie so wieder bei uns stehst, als du da geguckt hast? Seine Zunge? Das ich glaube, seine Zunge sich bewegt hat, total lang und dann glitschig und hat sich bewegt. Ich glaube, da war noch ein Tier, ein Aal war es, glaube ich, der da draus kroch. Ach so, das war von hier aus nicht so gut zu erkennen. Okay, ja, krasse Geste. Kommt doch mal ein Stück mit mir. Ja, Brindigian geht schon so ein bisschen so grob in die Richtung von dem Tempel, wenn ich überhaupt weiß, wo der ist. Ja, dann müssen wir hier ein bisschen außen rum, dann führst du uns wahrscheinlich so ein bisschen hier außen rum sozusagen, dass wir da sozusagen ein bisschen aus dem Pulk rauskommen, der sich hier gebildet hat. Ja, also geht ihr halt, weiß ich nicht, 20 Meter in die Richtung, sodass ihr dann da irgendwie, ihr findet auf alle Fälle eine Stelle, wo es ruhiger ist. Und wie so kurz vor der Meisterei hier, bleibt man dann stehen. So, was ist jetzt los? Naja, also was ich mit der Leiche rausgefunden habe, das war irgendetwas Großes, Starkes, Nichtmenschliches, was dafür verantwortlich ist. Und der Bruderschwester, der Schwester Sinne nahesteht, der murmelte etwas von diesen Wesen, aus den Berichten, die wir heute früh gelesen haben. Erinnerst du dich? Welche Berichte? Wir haben ja mehrere gehabt. Ah, wie hieß nochmal? Galk Zulin, sagte er. Irgendwas mit Galk oder so, oder Xul, irgendwas war da in einem Bericht erwähnt. Ja, du hast recht, dass das Wort wurde gesagt. Als froschartige Wesen, große froschartige Wesen, ist die Beschreibungsweise so sehr ungenau. Aber so wurden sie genannt. Okay. Und was noch? Nun ja, viel mehr wissen wir nicht, aber er hat uns gebeten, dass wir ihm folgen in seinen Tempel, in den Tempel der Schlange. Oh, ich hoffe, er kann uns etwas mehr sagen. Ja, dann lass uns noch einen kurzen Umweg gehen, dann können wir den Karren wegbringen und Washer einsammeln. Gut, dann machen wir es so. Weißt du, wo der Tempel ist? Nicht. Ich glaube, Washer weiß es bestimmt. Washer weiß es auf jeden Fall. Ist gut, wenn wir sie mitnehmen. Eine halbe Stunde später habt ihr den Karren weggebracht, Washer abgeholt und die kann euch selbstverständlich zu dem Tempel neben dem Bethaus von Rashtula führen. Der ist ein bisschen älter, so um die 400 Jahre, weiß Washer zu berichten, hat ein sehr einfaches Äußeres, also ist kein 5-Stern, wie die normalen Hesed-Tempel sind, und der Marmor verwittert langsam. Auffällig ist auch ein sehr schief stehender Turm, ungefähr 30 Schritt, von dem man dann perfekt die Sterne beobachten könnte, aber dafür habt ihr an sich erstmal gar keine Augen, denn Washer führt euch dann in den Tempel hinein. Nach kurzem Herumfragen findet ihr einen Bibliothekar, der euch dann zu Hiradiel ibn Sind al-Uruch Achin führt, dem Erzwissensbewahrer der Tulamidenlande. Anrede führt eine Etikette klären, wie man solche Leute wieder anspricht. Etiketteproben. Etikette. Okay. Und da verzichtet sich auch freiwillig drauf. Der höchste Hesinde-Geweihte in den Tulamidenlande. Aber... Bringt die soziale Anpassungsfähigkeit was? Nein. Die? Okay. Ich hab das Talent nicht mal, ich lasse es sein. Alle mit Bruder, Schwester ansprechen. Oh, hab ich doch, warte, ich werf es mal. Im Notfall alle mit eurer Gnaden.
Hallo. Nee, Bruder, ich weiß jetzt okay. Ja, euer Eminenz. Für ein Herzwissen zu bewahren. Ich halte mich in der Audrigo und halt einfach die Klappe. Ich warte auch mal ab. Mein Charakter geht auch davon aus, dass Brindijan uns irgendwie vorstellt oder ihn anspricht oder wie auch immer. Brindijan wird das schon richtig machen und der ist ja auch derjenige, der den Erstkontakt mit dem Mann hergestellt hat. Genau, das war ja der da auch bei der Leiche aufgetaucht ist, oder? Ja. Genau. Das war der Token, der da hingeschoben wurde von Frosty. Hervorragend. Ja, dann gehe ich mal auf den zu und preise die Schönheit, Bruder, Schwester. Ja, wir sind zum Gruß, Magister. Ihr habt eure Helden mitgebracht, ausgezeichnet. Mir wurde bereits von euch berichtet. Die Stadt spricht an den richtigen Ecken von euch. Wir haben Nachricht erhalten, zum Teil aus Valusa, zum Teil aus Gareth. Sie haben es sich zurückgeholt, das schwarze Schwert der Herzogin der Nachtblauen Tiefe, das wir seit 1018 unter Verschluss hielten. Wir konnten lange Zeit verhindern, dass es in die Klauen des gierigen Seraan und seiner dämonischen Hohepriester fällt, und wir wollen es weiterhin verhindern. Die Waffe muss erreicht werden, bevor sie die blutige See erreicht, sonst ist alles verloren. Nakhlador sei mein Zeuge. Ihr sollt nicht nur die Ehre und den Götterdank erhalten, den wir euch mit der Kirche und für euren Dienst erweisen können, sondern die ganze Welt wird es euch danken. Wir haben überlegt, diskutiert in den Katakomben, wie wir es wohl schaffen, diesen Transport zu verhindern. Verwahrt wurde es in der Feste Koschgau. Den Weg wird wohl über den Norden, zumindest vermuten wir das. Die schwarzen Lande werden meistens vermieden von Xerans Häschern, da er viele Feinde auch unter seinesgleichen hat. Und wahrscheinlich soll es in Valusa abgefangen werden, zumindest sagt das einer unserer Agenten, die wir dort vor Ort haben. Wir konnten jemanden gefangen nehmen, dazu allerdings später mehr. Wir wissen, wir haben nur noch eine Chance, das Schwert zu erreichen, indem wir euch aussenden, denn ihr seid wohl diejenigen, die es rechtzeitig schaffen können. Auf dem Landweg sind wir zu langsam. Wenn ich das richtig verstehe, dass das Schwert wurde von den Schergen von Xeran geklaut und der Weg der Leute, die es geklaut haben, führt über Valusa. Richtig. Es soll zurückgeführt werden an die Tobrische See, geklaut von Xerans Männern. Warum landen sie dann nicht in Mendena? Er greift einmal in der Großbibliothek nach einer Kartothek, beziehungsweise nach einem Kartentisch, öffnet ihn einmal, holt eine große Aventurienkarte raus. Hier ist die Feste Koschgau. Von hier aus sind sie über unbekannte Pfade nach Norden gelangt und in Valusa wurde einer der Agenten gefangen genommen. Die Übergabe hat noch nicht stattgefunden. Ich glaube, der vierte Zar wurde anberaumt. Genau, das können euch die Valusianer berichten. Wie gesagt, über den Landweg jemanden zu schicken von Gareth oder von Werheim würde zu lange dauern. Die Drachensteine, die rote Sichel, das ist mittlerweile zu gefährlich geworden, nachdem die Lande verheert worden sind. Und durch die schwarze Lande können wir sowieso keinen schicken. Können wir noch mal ganz kurz zeigen, wo Feste Koschgau ist und wo Valusa ist? Ich bin nicht ganz so gebildet wie euer Gnaden. Eminenz, entschuldigt. Von hier aus sind sie los und dann über unbekannte Pfade in Richtung Norden. Was wir normalerweise mit Pferden hätten einholen können, aber dadurch, dass wir zu langsam sind, haben wir sie wohl verpasst. Und die Nachricht erreichte uns erst in den heutigen Morgenstunden, deswegen mussten wir schnell handeln. An dieser Stelle werden sie wahrscheinlich nach Valusa kommen. Das vermuten wir das. Und von hier aus wird es übergeben werden, so denn die Gerüchte stimmen, um dann unter Wasser die Tobrische See zu passieren bis nach Mendena. Ist Valusa denn in der Hand der Bobradianer? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß da das Gebiet ist von den Bobradianern. Also, die Ereignisse, die natürlich darauf basieren, dass wir jetzt euch schicken, sind dahingehend, dass ab hier eine Zeitdilatation auftrat. Menschen sterben in diesem Gebiet, die Lande altern schneller als normal. Deswegen können wir diesen Pfad mittlerweile nicht mehr benutzen. Er hat ihn wahrscheinlich aber wohl benutzt. In Festum haben wir nur noch wenige Streiter, die für uns
da sind, da sie im Norden in Richtung Loranien kämpfen. Und von Gareth aus der Landweg, das wird viel zu viel Zeit kosten. Daher müssen wir von Kunchum den Meerweg benutzen. Das heißt, ihr umsegelt einmal die Toborische See in Richtung Valusa. Valusa selber ist nicht in der Hand von Xeran oder von Galotta. Es ist also befreite Gebiete. Die Borboradianer wurden auf den Valusianischen Weiden aufgehalten.